Nichts kann die Macht der Freundschaft stoppen. Willkommen zurück zum Friends to the End DLC. Und wir sind bereits auf Amobarons Luftschiff oder Luftflotte. Im letzten Part waren wir durchaus fleißig, ne? Also das relativ große Gebiet. Tesseltown komplett beendet mit Boss und 100% und drum und dran. Und anschließend bereits hier in Cape Crustacean. Ja. Können das ja so machen hier. Erstmal da runter. Er hat dann Level-Up nötig. Relativ gleichmäßig, ne? Wir haben das Rennen auf den fliegenden Teppichen bereits gelöst, ne? Moment. Wollt ihr alles einsammeln und jetzt geht's hoch. Auch hier wieder ein neuer Soundtrack, den ich halt nicht so passend finde wie den ursprünglichen. Aber das sieht bestimmt jeder anders. Von hier aus kann ich doch bestimmt wieder. Ist ja nicht so einfach. Warte. Da muss man schon genau werfen. Also es ist jetzt auch kein Kinderspiel mehr. Oh ja. Größere Abgründe, die es zu bewerkstelligen gilt. Boah, war das knapp. Der Teppich bewegt sich so. Das ist der Grund. Das ist der einzig wahre Grund. Der Teppich ist voll in Bewegung. Ja, diesmal klappt's. War aber auch besser geworfen. Zagen, was ist hier los? Ansonsten läuft's flüssig wie gewohnt. Also, eine schöne Sache hier, der Modus. Natürlich ist auch hier der nächste Squiddy. Wäre jetzt auch nicht so viel drin, wie ich gehofft hatte. Dammit! Red to go. Fast schon lästig, so wieder zurückzukommen, ne? Wie die immer Noise sagt statt Nice. Noise. Klingt wie das Wort für Geräusch, wisst ihr? Make some noise. Party people in the hood. Hier. Eklige Position. Vielleicht drei hintereinander davon. Da kümmere ich mich drum. Hm? Es fehlt noch ein Dingenskirschen, ne? Das, der könnte jetzt kommen. Der müsste jetzt kommen. Ist aber nicht hier. Was? Ich wollte nicht, dass so ein Gehirn ist. Falsche Taste, Digga. Warum ist denn hier nichts? Schneller! Da krieg ich mit Angst. Oder kommt's noch? Ja, das ist ja auch noch ein Bereich. Also ein ganz wichtiges Abschnittlein für Rotti. Nice. Nice. Weniger nice. Hero time. Hero time. Ja, zeigst du dich in diesem Part heute auch mal, ja? Gut. Hilfe! Oh mein Gott. Aber das war schon wieder der kleine Abschnitt. Gut.
Dann hoffe ich, dass auch im Schiff jetzt das durchaus linearer vonstatten geht, weil es gibt so viele Wege. Sieht aber erstmal nicht so aus. Egal, du musst halt nur... Eigentlich ist es komplett egal, weil ich kann ja... Hey, was zum... War ich zu langsam? Klappt. Und das, obwohl es mit ihm gedacht war, ne? Ist da was? Nee, ne? Nicht wirklich, aber die Herzen nehme ich mit. Thanks! Hier wird gefightet, ihr seht's, ne? Hier wird gefightet. Und das nicht zu knapp. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Special-Weg hier. Es fühlt sich langsam wirklich wie eine Einheit an. Das sind keine drei Charaktere. Ich spiele einen Charakter mit vielen Facetten. Es fühlt sich so an, ja. Also Shantae mit ihren Verwandlungen ist, sind ja auch, ne? Der Affe, der Elefant und Pipapo. Und dann musst du dich immer verwandeln. Das ist nicht ganz unähnlich. Ihr versteht? Gut, dass wir gerade hier rauskamen, ne? Warum zählt das nicht? Da unten ist bestimmt wieder Boden. Magie. Immer her mit der Magie. Könnten versuchen, nach oben zu kommen. Ja, ja, da gucke ich erstmal. Ob und wie das ginge. Dafür darf ich aber auch nichts unversucht lassen hier. Was meine ich? Jetzt sieht es schon wieder ziemlich interessant aus, ne? Gibt so viele Wege. Das auch nur, weil ich mich da ziemlich schnell hochbegeben habe. Dabei wäre hier unten auch noch eine Option. Ich weiß nicht, wo lang. Ich glaube, es ist davon auszugehen, dass oben der richtige Weg ist. Das hier war ein Secret. Man hört es ja auch am Geräusch. Kommen wir hier irgendwie hinauf? Jetzt musste man ein Gehirn fressen. Das hilft ja nichts. Alle drei zusammen, ne? Teamwork. As it's best. Danke für nichts. Plattform. Wobei es auch langsam dazu übergeht, einfach nur, naja, weiß nicht, eine Aneinanderreihung unserer Techniken. Und wir haben viele Techniken. Ja, ist ja schon nett. Aber ja. Gut. Aber als ob ich mich beschweren würde, ich finde es immer noch eine kreative, gute Sache. Oh, alle haben Maximum Level. Aber vielleicht ist Magie drin, ne? Schön. Cape Cross Schienen beenden ist ja das kleinste Übel. Bin mir sicher, da können wir noch mehr erreichen. Obwohl jetzt schon zu, in diesem Part schon zu Hypno-Baronsburg? I don't know, Leute. Ist ja auch sicher wieder eine größere Angelegenheit. Man aufpassen. Oh shit. Nein, 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 nein. Bleib mal ganz weg. Das ist nur die gefragt. Und der Typ verschwindet so schnell. Ich raste aus.
Timing ist angesagt. How dare you? Ist oben was? Ich hoffe nicht. Don't looks like. Hier geblieben. Klappspaten. Böse Buben. Ja, ich werde die eine Spezialtechnik von wem war's? Von Sky, glaube ich, nutzen müssen. Beim Bosskampf. Ah, der letzte Squid für den Bereich. Oh, shitty. Andererseits sieht's schlecht aus mit unseren Herzen. Ah. Müssen wir immer noch abwarten, wie sich das entwickelt. Ich muss ja nicht mehr die Ecken erkunden, weil wir haben ja immer die Sammel-Items bereits. Das ist oft hauptsächlich eine Überlegung, wie man springt, ne? Das wird mir jetzt Angst machen. Richtig fies. Naja, nee, die muss fressen. Also gönn dir. Den schnellsten Wege zum Boss. Ja, voll geil. Das war aber auch fies an der Stelle. Ne, da muss ich nicht mal hin, oder? Arg! Muss aber hoch. Nimm dies! Da sind die Teppiche. Und Energie. Aber nicht genug Magie, um gleich den Schutz zu haben bei dem Boss. Weil ich mir die ganze denke, der ist für den Boss gut geeignet. Pustekuchen. Pustekuchen, wie es scheint. Pustekuchen. Ein schöner weißer Bildschirm, gefolgt von einem schönen schwarzen Bildschirm. Und dann wollen wir mal ranklotzen, ne? Verflixt! Das Schiff kostet Milliarden von Crowdfunding-Dollars. Wow. Hallo, die Damen. Hey, was ist mit mir? Wow, tut mir leid, Kumpel. Hab dich dort kaum gesehen. Hör zu. Die maximale Kapazität wurde erreicht. Warum trittst du also nicht beiseite und machst Platz für einen echten Mann? Augen auf den Preis, die Damen. Auf ihn. Niemand kann einem Mann in Uniform widerstehen. Boom! Aber mit deinen Flicken siehst du so lächerlich aus, Mann. Wer wird das glückliche Mädel sein? Ich habe eine fliegende Teppichuniform und etwa ein Dutzend animierte Filmsoundtracks zur Auswahl. Amobaron wird dir die Welt zeigen. Wir werden über und unter Wolken schweben, unsere Finger in einen See tauchen, all dieser Müll. Tretet näher. Vom Amobaron ist genug für alle da. Niemand? Irgendjemand? Pass. Nein, danke. Ich bin dabei. Oh, ernsthaft? Eingelegt! Was? Ihr wollt auf eine innige musikalische Nummer mit meiner Wenigkeit verzichten? Na schön! In diesem Fall erlebt die Wut eines unverschmähten Amobarons!
Da fällt mir nicht viel ein, ne? Ammo-Baron, glänzender, schimmernder Soldat. Das mache ich am besten. Ja. Oh, ich habe die Energie wieder. Oh, wartet. Wenn es gleich ernst wird, nutze ich die Fähigkeit. Aber ansonsten ist Sky vielleicht trotzdem keine schlechte Wahl, die wegzumachen. Jetzt einfach eine Haut-drauf-Taktik. Jetzt dürfen wir halt nicht außer Acht lassen. Ich probier's. Die beschützen uns nicht so hart, wie ich gedacht hatte. Ihr seht die Herzen, ne? Das, weiß nicht, wie ich sagen soll. Einfach nur weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Das Spiel ist aus! Treffend formuliert? Ich hoffe. Milliarden von Crowdfunding-Dollars vor allen Dingen. Ich kann mich schon schützen, aber gleich mit dem Move. Aber es ist kein Grund, unvorsichtig zu werden, ne? Immerhin werden sie so schnell gepflückt. Komm doch runter, Mann, und lass dich verprügeln, das gibt's doch nicht. Das war einfach ein Fehlsprung, also das würde wahrscheinlich auch nicht mehr klappen. Jetzt geht's zu rund. Vergiss alle Formationen. Help! Was, was, was? Ich war das ein Herz. Da war ein Herz! Arg! Was tun? Was tun? Aber an für sich, ich muss einfach mit mehr Geduld arbeiten. Mit ihr, weil die anderen Dudes, die gehen ja relativ schnell weg. Vergleichsweise. Mach ich da mal keinen Stress. Das zeigt nur, dass du viele Gefolgsleute hast, sonst gar nichts. Ja, ein Herz, ja, sehr gut.
Und weiter geht's. Diesmal habe ich ein verdammt gutes Gefühl. Sagte ich. Aber mein Schutzschild ist noch da. Das ist eine feine Sache. Immer feste Truff, gleich macht's Bumm. Ich habe den Satz angefangen und bevor ich ihn beenden konnte, ist es passiert. Da geht er down, da geht er down, da geht er down mit seiner Herzchen unter Hose. Was ist passiert? So, Twitch, hol mal ab. Good riddance to bad rubbish. Auf Nimmerwiedersehen, schlechter Müll. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Als Rotti ging, um sich das Ende der Weltshow anzusehen, blieb ich zurück. Du hast Glück, ich wurde zurückgelassen wegen ihr. Du hättest uns von Anfang an sagen sollen, was Hypnobaron plant. Ich musste bis zu seinem Schloss zu Fuß gehen. Mir wurden neue Beine versprochen und jetzt nehme ich sie mir. Versuch's doch. Kommt schon, ihr zwei, behaltet eure Hände bei euch. Das Schloss vom Hypnobaron sollte die letzte Erinnerung sein. Können wir das nochmal machen? Ach, na schön. Wenn es sein muss. Das ist die richtige Einstellung. No problem. Feine Sache. Wir beginnen einfach mal. Da ist es, das Schloss von Hypnobaron. Bevor wir reingehen, sollten wir besprechen, was wir wissen. Jede dieser Erinnerung ist ein Versuch von Shantae, uns zu stoppen. Aber das Überleben von jeder bringt uns näher zu einem einzigen wichtigen Moment in der Zeit. Und welcher Moment wäre das? Der Augenblick, bevor sie von Risky Boots überfallen und böse gemacht wurde. Wir müssen sie warnen und die Veränderung aufhalten, bevor sie passiert. Und was dann? Ich bin mir nicht sicher. Hoffentlich kriegt sie das wieder ein. Kriegt sie das wieder ein und wir können alle nach Hause gehen. And what if we mess up? Und wenn wir es vermasseln und sie wieder böse wird, werden wir denn nicht einfach wieder in ihr Gehirn springen, wie wir es vorher gemacht haben? No! Wir könnten für immer im Albtraumreich gefangen sein. Vielleicht ist es am besten, nicht darüber nachzudenken. Gehen wir einfach sicher, dass wir nicht versagen, okay? Also normale Menschen würden den Part hier beenden, auch so von der üblichen Partlänge, aber meine Fresse. Dieses... Den Schlossbereich machen wir einfach nochmal, würde ich sagen. Die Gegner wollen es wissen. Fake-Truhen. Ja, wir haben ja gar keine Truhen in dem Spielmodus. Ich weiß halt nicht, wie wir das hinkriegen. Also ich glaube, wir haben noch zwei Parts im Let's Play. Okay, das führt doch wirklich dahin. Das muss ich immer überprüfen. Im nächsten, dass die alles fertig kriegen, dann kommen wir jetzt zum Finale. Und da würde ich dann schätzen, ja, machen wir alles fertig. Shit. Und wir müssen ja noch das Finale der Main Story, muss ich halt noch zeigen. Deswegen ist vielleicht nicht allzu verkehrt, jetzt nochmal im Schloss des Hypnobarons aufzuräumen oder aufräumen zu wollen. Sag mal, bin ich jetzt wieder irgendwo anders, ne? Orientierung. Ich hätte erstmal nach rechts gehen können. Was, wenn ich es versuche? Das ist die Frage. Ist rechts was, ne? Nervt aber hart. Jetzt sind wir wieder... Alles klar. Gut. Ein abgeschlossener Raum. Das ist genau, was ich will, um ein bisschen die Übersicht zu bewahren. Wenn jetzt auch hier oben nichts weiter ist. Hey. War da nicht... Nee, das geht nicht. Und hier ist nichts weiter.
Ja, schon mal merken, dass er wieder so ein Squiddy ist. Wofür? Wir wissen noch gar nicht, wofür der ist. Darf ich das nochmal festhalten? Wir haben keinen Schimmer, warum wir die eigentlich sammeln. Weil es Sammelitems sind. Ja, moin. Haha. Down. Hier nichts Wichtiges soweit. Dafür ist es relativ schwer erreichbar. So, der letzte Weg, den wir haben, ist jetzt dieser hier. Deswegen, wenn ich den zuerst gegangen wäre, das schlecht. Ob wir jetzt Ebner und Poe treffen? Ich glaube fast nicht, oder? Ist nicht notwendig. Das bringt uns... ich glaube, das bringt uns weiter. Ich muss erstmal oben aufs Dach und dann zu dem zweiten Squid. You're a Squid now, you're a kid now. Lästig. Ist das der, den wir gesehen haben? Nee, ne? Ist der nicht mal. Lass ich auch nicht besiegen. Ich soll das lassen. Gott! Ja, da sollten wir flüchten. Einmal draufhauen, so bam. Ich hab jetzt nichts mehr zum Heilen, passt bloß auf. Oh, hier sind noch zwei von der Sorte. Jetzt wird der richtig übel! Mann! Garg! Schande. Das ist genau, was ich jetzt nicht wollte. Was mir die Show stiehlt. In einem eigentlich gelungenen Part. Naja, wir machen das noch. Die Dinger, die blieben gespeichert? Nee. Doch. Nee, doch, oder? Nee, doch. Nee? Nein, doch. Oh. Natürlich bleiben die nicht gespeichert, leck mich. Wegbewegen. Ja, kriegt ihr ein Speed-Tutorial, wo hier alles ist. Zuerst mal das hier. Das ist vielleicht das richtige Rezept. Scheiß einfach drauf, was hier rumliegt. Oder was die Gegner machen. Bring die kurz aus dem Weg und gut ist. Oben muss ich ja auch nicht zwingen, sondern nur... Das war doof, ja, ich geb's zu. In der Richtung. Verdammt, hat sich was mit Speed-Tutorial, ne?
totaler Käse. Was war denn da oben? Das geht so nicht. Da geht's nur runter. Wait a moment, please. Also oben zwei sind es halt richtig... richtig hart. Kann sich halt nicht in Ruhe hier bewegen dann. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, eine von denen zu besiegen. Hm? Oder auch nicht. Siehst du? Ja, wenn es noch härter kommt. Muss aber ein bisschen riskieren hier. Gut, damit habe ich den dritten. Wir müssen jetzt nur noch aus dem Bereich rauskommen. Stay where you are. Da habt ihr die 30 Minuten voll, ne? Warum nicht? Instant Death, wirklich? Schnitt. Wie unterschiedlich und anders so ein Run laufen kann. Ich wurde getroffen. Wenn ich nicht kommentiere, wenn ihr gerade drauf geachtet habt, wenn ich es in Fast Forward abspiele, im fertigen Video. Ja. Mann! Ich bin hier den schnellsten Weg durchgerannt, ohne mich einmal treffen zu lassen. Und kaum fange ich an, wieder zu reden, ihr habt es gesehen, wurde ich wieder getroffen. Konzentration, das unterschätzen viele. Den Aspekt dabei noch Unterhaltungsmedium draus zu machen. Aber ich bin halt neu, ne? Ich bin seit neuestem Let's Player. Deswegen nehmt ihr mir das ja auch nicht übel. Was? Jetzt haben wir aber gleich hier die Villa zumindest abgeschlossen. Hilfe! Hilfe! Oh nee, ey! Da ist ein Herz. Und dann war's das. Hier wird gespeichert und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann richteten wir uns steten Blickes zum Finale. Wir werden eigentlich schon erfahren, was nach dem Schloss hier, und wir werden den Squid-Baron im nächsten Part wiedersehen, was nach dem Schloss passiert. Also, was das Finale ist. Ja, das war's soweit. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Und bis dann und ciao!